Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe euch versprochen, dass wir werden aus Pflaumen was Leckeres machen, so wie eine kleine Delikatesse oder Antipasti, vielleicht kann man das sogar nennen. Das ist ein sehr altes Rezept und den habe ich kennengelernt von einer usbekischen Frau. Ich habe euch schon mal erzählt, ich komme aus Kasachstan. Und früher in Kasachstan, es waren so viele Nationalitäten, wo wir einer von der anderen was gelernt. Und heute möchte ich gerne euch dieses Rezept vorstellen. Das sind die angekochten Pflaumen, aber nicht süß, nicht mit Honig, nicht mit Zucker, sondern mit Knoblauch und Pfefferminze. Das serviert man einfach als kalt, kann man servieren bei dem Festen auf dem Tisch, sieht auch toll aus, schmeckt sehr lecker, kann man aber auch zu dem Fleisch servieren. Es wird so salzig mit Essig auch angekocht. Viele sagen, oh, so viel Salz. Nein, aber ihr solltet lieber den Originalrezept ausprobieren und dann könnt ihr vielleicht nach eurem eigenen Geschmack abstimmen. Weil in Wirklichkeit, es ist in diesem Rezept nicht viel Salz. Es werden die Pflaumen das auch anziehen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, was das für so ein Rezept und wie wird das gemacht, es ist wirklich nicht kompliziert, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Ob die Pflaumen oder Zwetschgen, muss man erstmal gut waschen, aussortieren, dass die alle nicht zu weich sind, so, aber auch nicht zu fest, sonst ist das schwierig, den Kern rauszunehmen. Die müssen schon ihre Festigkeit haben, aber reif zu sein. Habe ich jetzt die alle abgewaschen und jetzt unsere Aufgabe, die Pflaumen jetzt aufschneiden, aber nicht durchschneiden, sondern einschneiden, dass wir Kernkörner rausnehmen. Aber später, wenn wir Füllung reinmachen, dass wir die Körner so ein bisschen zusammendrücken. Und das geht eigentlich einfach. Jede Pflaume hat hier so einen, wie einen Strich und schneidet einfach nur auf den Strich. Dann macht man dann so auf. Kann man dann gut nachgucken, ob das Wurmchen da ist. Nimmt man Kern raus. Macht das zu und fertig. Und erstmal bereiten wir die alle Pflaumen so fertig, so viel wie ihr wollt, ihr es zubereiten. Wenn ihr das erste Mal macht, dann macht ihr nur ein paar Gläschen. Ob das ist euer Geschmack, weil nicht jeder hat den gleichen Geschmack. Und vielleicht schmeckt dann euch nicht und habt ihr dann so viel Arbeit gemacht. Ich mache jetzt so drei Gläschen, das sind die 500 Milliliter. Gläschen und stelle euch auch Rezept für halber Liter Glas. Und dann könnt ihr dieses Menü bisschen anpassen, umrechnen, ob ihr das kleinere Gläschen nehmt oder größere, dann macht ihr plus minus mehr oder weniger. Es ist auch nicht 100%, muss man bis jede einzelne Gramm so nehmen. Dann brauchen wir Zucker, Salz, viel Knoblauch, für die Schärfe am besten Chili nehmen. Wer mag doch nicht so zu scharf, dann kann man Paprika rosenscharf nehmen. Dann Pfefferkörner und viel Minze. Minze, ob getrocknete oder frische, es ist dann egal. Ich habe jetzt noch hier große Buschstehen abgebracht aus dem Garten. Blüten nehme ich nicht, nur die Blätter. Auch abwaschen, bisschen trocknen und klein hacken. Die Knoblauch auch klein hacken, kann man mit Messer, kann man aber auch mit so einem Aufsatz. Und als Säure brauchen wir am besten zu diesem Rezept Apfelessig. So, bereiten erstmal unsere Produkte alles fertig und dann zeige ich euch es weiter. So, die Pflaumen habe ich schon vorbereitet, alle aufgeschnitten, sind die fertig. Den Knoblauch habe ich nicht alles genommen, es wird zu viel für drei Gläschen. Schon gehackt, einfach nur mit Messer, weil es nicht so viel ist.
Und die Pfefferminzblätter habe ich abgezupft, gewaschen, trocken getüpft und auch klein geschnitten. Ungefähr sind die hier so 6 solche Löffel. Geben wir jetzt dazu unser Knoblauch, werde auch gleich so ausmessen. So ungefähr 2-3 Esslöffel gehackter Knoblauch. So ein Esslöffel pro 500 Milliliter. Und dann geben wir noch Chili dazu. Ich nehme Chili, ja, reicht. Kann man auch halb-halb machen. Chili und bisschen Paprika rosenscharf. Das alles gut verrühren. Und das wird unsere Füllung. Was für so ein Duft steht in der Küche. So, so sieht das aus. Die Gläser habe ich schon heiß abgespült und jetzt können wir die befüllen. Ganz unten kann man dazu geben Dill. Es ist auch besser für den Geschmack. Mache ich richtig unten so ein bisschen. Es muss auch nicht viel sein. Kann man nur einfach Stiele nehmen oder die Dolde. Drunter geht noch so ein halber, weil es ist richtig große Loberblatt. Wenn klein, dann kann man eingeben und ein paar Pfefferkörner. Und jetzt werden wir unsere Pflaumen einfach füllen mit dieser Füllung. So, aber dass die auch zugeht. Dann können wir gleich in die Glas stapeln. Die können richtig schön fest gestapelt werden. Ich habe Handschuhe angezogen, weil von den Pflaumen werden die Finger ziemlich braun. Und hier ist auch Chili und ich habe mich gestern ein bisschen geschnitten, dann wird das brennen. So, machen wir erstmal alles fertig. So, unsere Gläser jetzt vollgefüllt und hat mir alles gut gereicht, das was ich genommen habe. Wenn es euch nicht reicht, dann macht ein bisschen was dazu, weil jeder füllt die Pflaume ein bisschen anderes, eine mehr, eine weniger. Aber wenn es euch ein bisschen was übrig bleibt, könnt ihr auch sogar dazwischen reinmachen. Jetzt geben wir direkt in Glas, wir werden kein Sud kochen, direkt in Glas, ein so ein gestrichener Esslöffel Zucker und ein gestrichener Esslöffel Salz. Denkt bitte nicht, dass es zu viel ist. Es wird wirklich in Ordnung alles sein. So gestrichen. Und eins nicht ganz volle Esslöffel Apfelessig. Nicht so ganz voll. Das Ganze werden wir jetzt mit kochendem heißem Wasser aus dem Wasserkocher werden wir jetzt übergießen. Denkt dran, wir werden das einkochen, nicht ganz voll machen. Die Pflaumen werden sie sich auch noch setzen. Was für so ein Duft steht in die Küche. Pfefferminze und Knoblauch. Ist herrlich. Holen wir erstmal die Deckel raus. Auf den sauberen Tuch. Und dann die Gummis. Die Gummis richtig schön drauf machen. Und die Deckel draufsetzen. Achtet ihr, dass die Gummi, wenn ihr das oben drauf guckt, direkt liegen auf dem Glas, nicht verschoben sind. Bis wir die noch nicht festgemacht haben, kann man immer noch dann korrigieren. So, und dann zwei Klammern setzen. Eine und gegenüber noch eine. Und das geht jetzt alles zum Einkochen bei 100 Grad nur 10 Minuten. Nehmen wir uns ein Töpfchen und geben wir da drunter so ein Lappen und stellen wir unsere Gläschen da rein. Unsere Gläser sind lauwarm, deswegen dürfen wir kein kaltes Wasser reinmachen, aber auch nicht ganz heiße. Einfach so lauwarmes Wasser.
geben wir so viel Wasser, dass die Gläser stehen, 2/3 im Wasser. Ich habe dafür einen passenden Deckel, decke es zu und geht jetzt bei 100 Grad für 10 Minuten einkochen. So, es ist im Topf schon kocht, der Thermometer hat schon 100 Grad erreicht und ab jetzt 10 Minuten köcheln lassen. So, 10 Minuten sind rum und jetzt holen wir unsere Gläser raus. Die Glasheber will ich nicht mehr messen. Wie bequem ist das? Und Link zu dem kann ich euch unten in die Beschreibung reinstellen. Und jetzt brauchen wir nur unsere Gläser abkühlen lassen und danach in Keller bringen. Bevor ihr in die Keller bringt, macht ihr die Klammer ab und testet, ob die Deckel angezogen sind. Und die kann man schon nach 10-14 Tagen mal probieren. Und ich versuche ein kurzes Update zu machen und Gläschen aufmachen und euch zu zeigen, wie es ist geworden und sage, wie es schmeckt. Aber am besten, wenn ihr ein oder zwei Gläschen selber anmacht und probiert, dann wisst ihr Bescheid, ob das ist für euch was ist oder doch nicht. So, liebe Freunde, bei mir ist heute alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, was Neues. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute, viel Spaß beim Einkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!